Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog. Ah, es ist Sonntag früh. Ich sitze hier in Nürnberg noch. Gestern Stadion-Vlog gewesen. Nürnberg gegen Schalke war sehr geil. Ist auch sehr gut bei euch angekommen. Meine Stimme hat es einmal wirklich komplett Wolle genommen. Danny Latzer, was sollte das? Aber heute gibt's einen neuen Stadion-Vlog. Und zwar geht's für uns nach Frankfurt zum NFL-Spiel zwischen den Miami Dolphins und den Kansas City Chiefs. Ich habe sehr Bock. Ich war letztes Jahr schon mal bei der NFL und ich freue mich einfach. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Ich brauche unbedingt eine Tasse Tee. Wir sind hier in einem echt geilen Hotel in Nürnberg. Guckt euch mal den Ausblick an hier über die Stadt. Sehr, sehr schön. Jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann gehen wir rein. So, das Frühstück wurde ganz, ganz klassisch abgefrühstückt. Was ein Wortwitz. Ja. Heute, Stadion-Vlog. Ich habe sehr Bock. Ihr seht übrigens dort das Hotelzimmer in Nürnberg. Wir fahren jetzt los zum NFL-Spiel. Ich habe richtig Bock. Ich habe ja diese Saison angefangen, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Ich bin kein NFL-Pro. Bei Gott nicht, Alter. Aber ich habe heute eine richtig coole Möglichkeit bekommen, zu diesem Spiel hinzufahren, meinen besten Kollegen mitzunehmen. Der Finn, der ist geisteskrank in NFL drin. Und ich freue mich einfach auf dieses Erlebnis. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil. Letztes Jahr in München war schon sehr krass, als ich da war. Und falls ihr euch fragt, wie komme ich überhaupt an die Tickets ran, da geht ganz viel Liebe raus an Grover. Und falls ihr euch fragt, was ist denn Grover überhaupt? Ich erkläre es euch, es ist relativ easy. Das ist eine Tech-Seite, wo ihr euch Equipment ausleihen könnt, falls ihr mal irgendwie einen Videodreh habt oder einfach irgendwas braucht und jetzt aber nicht irgendwie das unbedingt kaufen wollt, zu fairen Preisen. Und ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal, denn ich habe mir heute für den Vlog auch was von Grover ausgeliehen. Ich habe nämlich von Grover ein iPhone 15 Pro bekommen. Richtig geil, um heute den Vlog hier zu filmen. Und da kann ich euch auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr kriegt hier einmal einen Safe Installation Guide. Da zeigen sie euch, wie man das machen muss. Ne? Da muss man hier einmal die Folie abmachen und dann einmal das Ganze sauber machen. Ich würde sagen, wir packen es auch dann mal aus. Ich habe tatsächlich selber das iPhone 15 Pro noch gar nicht. Es fühlt sich jetzt fast schon so ein bisschen illegal an, hier die Siegel abzumachen. Aber ich würde sagen, wir machen es mal ganz kurz. Und da ist das gute Stück, Baby. Brandneu. Und damit werden wir heute den Stadion-Vlog filmen. Vielleicht sieht man ja ein bisschen bessere Qualität. Soll ja eine bessere Kamera haben. Und das ist jetzt der goldene Moment, Baby. Ich würde sagen, das Teil richten wir ein. Damit wird heute der Vlog gefilmt. Und dann gehen wir rein in diesen sehr, sehr geilen Stadion-Vlog. Und Liebe geht nochmal raus an Grover. Dankeschön für die Einladung. Wir haben auch VIP-Tickets, also absoluter Wahnsinn. Und ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Videos auch noch mehr zu dem Produkt erzählen, was man da alles machen kann. Werde euch die Seite zeigen. Aber jetzt bin ich erstmal ausgestattet für den Stadion-Vlog. Und dann machen wir uns jetzt auf nach dem Weg zu Frankfurt. War das richtiges Deutsch? Es geht auf jeden Fall nach Frankfurt. Oh, der Bruder ist auch da. Es geht. Zum Gurkensalat von gestern. Ja, hab ich noch. Macher. So, wir gehen jetzt nach 06069 Pro. Alter, mit der Stimme. Könnte ich sogar ehrlich FFM machen. Bin am Ballen, so wie Schalke 04. Bin am Ballen, so wie Schalke 04. Digga, die Stimme kratzt. Aber der Song ballert. Und seitdem dieser Song draußen ist, haben wir nur gewonnen. So einfach ist es. So, wir sind jetzt angekommen am Frankfurter Flughafen. Denn die Parksituation soll richtig scheiße sein. Man kann irgendwie vor dem Stadion gar nicht parken. Deshalb nehmen wir uns jetzt hier vom Frankfurter Flughafen Taxi. Freunde, ich zeige euch mal die Parkplatzsituation, okay? Also ich habe auch nicht wirklich geil geparkt. Also wirklich nicht. Aber das ist ja auch scheiße, Engert. Das war Millimeterarbeit vorhin. Bro, weiß ich nicht. Ja, ist das schwer. Egal, wir gehen jetzt zum Stadion. Vamos. 2-1, wo? 2? Ja, mach mal. Und dann von da Taxi, ihr müsst der Plan. Das ist der Plan, ja. Bro, wir sind ein bisschen im Stress, wir sind viel zu spät losgefahren. Aber ja, ich habe 20 Minuten also, raus. Ich hebe die Hand. Ich hebe die Hand. Okay? Ja, offiziell. Ich habe das Zeitmanagement verkackt. Aber ich habe 20 Minuten zurückgeholt. Das Beste ausmachen jetzt. So. Jalla. Ich sag euch ehrlich, wenn wir jetzt hier direkt ein Taxi bekommen, war es ein Five-Flat-Move, dann haben wir es, glaube ich, echt gut gemacht. Richtiges Abenteuer hier. Die haben einfach alle Parkplätze rund ums Stadion gesperrt. Jeden einzelnen, Bro. Einmal alle Daumen drücken, dass es jetzt was wird hier. Die Cheesys werden ja gleich auch im Start sein, ne? Jo. Und guck mal, da vor uns ist der Crewbus. Hab ein bisschen was für ein Gamescom. Über 6 Minuten laut Maps. Das wäre natürlich big. Hättest du es für möglich gehalten? Ey, ich bin erstmal froh, wenn wir ankommen. Eine Stunde vor Kickoff wäre sogar noch gut. Also wir haben uns tatsächlich mit dem Taxi ganz gut hier durchgedribbelt. Einen netten Mitarbeiter hier von der NFL gefunden. Laufen jetzt hier noch entlang. Taxi hat uns so weit gebracht, wie es geht. War es ein Ritt. Aber ich glaube, wir sind gleich da. Oh, E-Scooter Lifehack, spart noch mal 10 Minuten. Es wird gedribbelt. Digga, wie smart, Alter. Ich sag euch ehrlich, das war eine Bombe.
mäßige Rollen. They haten. Haben sie smart gelöst. Reist man halt mit E-Roller, ne? So, da ist unser Eingang. Willkommen bei den 2023 NFL Frankfurt Games. Hier ist natürlich jetzt auch schon gut was los. In ungefähr 45 Minuten ist Kickoff. Und dann gehen wir mal rein. Ziehen wir natürlich auch schon ein paar Trikots. Ich bin sehr gespannt, wie das hier wird. Und rein nach. Hey, was geht? Alles gut? Ja, bei dir? Vamos. Oh, let's go, Alter. Ich bin hyped. Ich hab richtig Bock auf das Spiel. Gib uns mal so eine kleine, du bist ja in der NFL drin. Ist ja Ahnung. Ja. Du bist der Experte quasi hier. Ja, jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen Halbwissen, aber ein bisschen habe ich schon Ahnung, ja. Okay, dann erzähl mir, was uns heute erwartet. Also die Kansas City Chiefs sind halt wie immer eigentlich eine richtig krasse Mannschaft in den letzten Jahren. Man muss aber auch sagen, dass die Miami Dolphins dieses Jahr echt auch unterwegs sind. Also ich glaube, das ist echt ein spannendes Game. Aber ich glaube, dass die Chiefs letztendlich mit, sagen wir, 7 Punkten Unterschied gewinnen. Okay, auf also jeden muss ich achten ist bei den Fußball Chiefs. Wie ein Tor mehr ungefähr. Ja, das weiß ich ja mittlerweile. So schlimm ist es jetzt nicht. Hat der nicht gecoacht oder was? Ja, ja, Bro. Mittlerweile, ihr unterschätzt mich, ne? Letztes Jahr, als wir zusammen bei der NFL dahin gegangen sind, ich war wirklich Rookie, ne? Ja. Aber Lane hat mich an die Hand genommen. Ich habe über das Game echt gut gelernt. Ich sag dir ehrlich, ich weiß jetzt sogar, wie viele Yards man machen muss, ne? Wie viele Versuche man hat. Immer 10. Hey. Ja, siehst du? Frag mich doch einfach als Experten. Fertig ist es ja auch für mich das allererste Mal hier im Deutsche Bank Park, ne? Im Waldstadion von der Eintracht. Ich bin noch nie hier gewesen. Steht auf jeden Fall auch mal fußballmäßig irgendwann auf der Agenda, wenn Schalke wieder erste Liga spielt. Aber das ist halt wirklich Waldstadion, der Name ist Programm, ne? Ja. Das ist so versteckt, guck mal, da oben sieht man es so leicht. Und sonst, ja. Ich bin wie gesagt gespannt. Der war das so hype, guck mal, wie der Grinsen ist. Gestern den Schalke-Sieg, heute bei einem NFL-Game. Einmal so wie Captain Finio sein. Einmal so wie du sein. Das ist halt echt geil, wie viele Amerikaner auch hier aus aller Welt hingereist sind. Du hörst nur so, hey, you should piss in a war there. Why is he pissing like you? Tschüss, Digga, ein bisschen Flugzeug und alles. Auch gerade, denke ich mal, so eine richtig dicke Pre-Show, richtig was los. Aber ihr seht es hier hinten, please take your seats. Die Leute werden jetzt reingebeten. In 40 Minuten das Kickoff. Guck mal hier, Patrick Mahomes, den kenne ich sogar. Geile Trick, also diese Football-Trick passieren halt wirklich immer sexy aus. Geiles Stadion, das wirkt schon mächtig. Außenarchitektur feiere ich schon mal. Deutsche Bankpark. Inshallah irgendwann wieder in der Bundesliga. Mit Schalke in Beteiligung. Und wir müssen einfach hier rein in den Business Club. Was hat Grover denn für Tickets gegönnt? Liebe, 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 Digga. Oh. Alter, hier gibt es sogar einen Shop. Geiles Ding, Digga. Geiles Ding. Schon Brett. Hier müssen wir hoch, oder was? Ja, ist krank, Alter. Junge, 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 Junge. Wenn heute kein Fußball ist, der Frankfurter Adler darf nicht wählen, ne? Wie der Mahomes, die das hier sind. Das ist ja geil. Oh, was ist denn das hier für ein Brett? Digga, was geht denn ab, Alter? Okay, ich sag dir ehrlich, das ist, das ist krank. Junge, guck dir das mal an, was wir hier alles zu essen haben. Vegetarisch, Pasta, also das ist krass. Aber wir wollen natürlich erstmal rausgehen und uns das Ding hier angucken. Boah, ey, das Stadion ist halt schon eine Wucht, ne? Mit dem Würfel hier oben. Junge. Unten sind auch schon beide Teams beim Warm-up. Erster Eindruck hier. Danke. Jo, das ist krass, das ist krass. Sehr cool Zuschauer getroffen. Und ich gehe mal davon aus, Football-Experte. Es geht, aber ja, bisschen. Ja, dann brauche ich jetzt mal eine Prediction von dir. Ich sag, obwohl ich höre, ich sag Kansas. Kansas? Bisschen stärkere Mannschaft als Miami. Wie viele Punkte Abstand? Ich sag, wird ein knappes Spiel, aber 20-17. Okay, viel Spaß, Digga. Dann mach's gut. Ciao, ciao. Five-Konzert. Zimbo! Ohne? Geht, Digga. Geile Haare hast du. Geile Stimme hast du. Ey, krank. So, die Jungs sind schon so seit einer halben, dreiviertel Stunde da. Wir laden jetzt erstmal noch Getränke auf und dann gehen wir richtig auf unsere Plätze. Oh, ich hab Bock, Junge. So langsam kribbelt's hier. Und es ist so voll, es ist so überlaufen. Das ist Wahnsinn. Ich höre hier Bier. Bier, 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 Bier. Da muss ich hin. Ey, was sind das für Plätze, Alter? Ist absolut krank hier. Geisteskrank, Junge. Du hast den Sinn gelassen. Ja, der kommt hierher. Das ist so 1-2-1. Ey, es ist so laufen, Alter. Stößchen. Stößchen. Jetzt mal ernst. Eine
Stimmung drin, Junge. Guck mal da, der Zimbo. Was geht? Geile Haare hast du. Ja, was? Hast du? Nein. Ich wollte die Hand nehmen. Ey, ich sag, das Ding ist wieder durch. Ha? Ich sag, das Ding ist wieder durch. Ja, Digga. Jeder passt auf, er haut direkt. Nee, alles gut. Kann mir mal jemand verraten, warum auch einfach diese Beschriftung von den Footballfeldern immer so geil aussieht mit dem NFL-Logo da in der Mitte? Und auch das Stadion hier. Ah, das ist ein Brett, Junge. Ey, und da wirklich nochmal ganz viel Liebe an Grover, die uns das hier ermöglichen, die uns diese kranken Tickets zur Verfügung gestellt haben. Einfach Business Seats. Ich will gar nicht wissen, was die gekostet hätten. Also wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr irgendwie was Technisches braucht, wenn ihr euch Leihgeräte holen wollt, dann checkt auf jeden Fall Grover ab, ganz oben in der Beschreibung. Und ich sag jetzt schon mal, danke für dieses Erlebnis, wirklich. Vielen, vielen Dank. Also was auf jeden Fall direkt auffällt, im Vergleich zum Fußball, Football ist halt so viel mehr das Event. Ne? Also da eine Show, hier eine Show, da wird das Publikum heiß gemacht. So, es wird ja auch eine Halbzeit-Show geben, ich glaube sogar mit deutschen Künstlern. Aber das ist halt schon ein ganz anderes Ding als Fußball. Und wenn man gerade ganz hinten in der zweiten Liga steht, da wird auch mal Fußball für Show gemacht. Ne? Oh, die Dolphins kommen raus. Einfach direkt vor uns hier. Aus dem Eingang da. Das ist ein Geisteskrank, ne? Football-Teams sind ja auch so riesig groß im Vergleich zum Fußball. Wahnsinn, Alter. Guck das an, Junge. Was sind das für Tickets, Digga? Ey, ohne Spaß, das ist krank. Was das für eine Show ist einfach. Selbst der Einlauf und so, Junge, der Kameramann. Gutes Leben, ey, wie geil ist er mit dir. Vor allen Dingen, er fährt rückwärts, wie krank ist das? Ich sag, das ist der beste Einfahrer also, der Welt. Nach YouTube soll das mein nächster Job sein. Ohne Spaß. Kamerafahrer. Ja. Amerikanische Militär und das deutsche Militär holen die Fahnen rein und dann ist alles angerichtet für den Kickoff. Let's go! Was hat denn der Mann für Oberarme? Was sind das für Bretter alle hier? Ehrlich, ich auf dem Feld 10 Sekunden Querschnittsgelähmt. Ey, die würden mir so alles machen. Also ich würde nicht 10 Sekunden aus, sondern ich würde ungefähr 12 Sekunden aufhalten. Aber dann würde ich auch wirklich komplett den Sturz haben. Und rein da. Wie wir es gemacht haben. Achtung, dann geht's, so läuft, so läuft, so läuft. Und die Defense-Rufe. Oh Gott! Hier wird auch nichts gerufen. Oh, ne. Pipe-Konzert aus der Hölle. Ah. Und dann kesselt das erste Mal. Alter, Freunde. Es könnte das erste Mal was werden. Mahomes muss zaubern. Oh! Oh mein Gott! Alter! Das ist krank! Das ist krank!
Der Touchdown ist unter Review. By the way, da kann sich der Video-Referee in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? Hier erklärt der Schiedsrichter immer, warum er wie entscheidet. Wie ist hier best- oben gibt es die Zeitlupe. Ist nicht ganz klar, ob er ihn wirklich richtig gefallen hat oder nicht. Ich würde sagen, ja. Zählt nicht. Ich hab nichts verstanden, Alter. Zählt nicht. Ach so, ja, okay. Aua. Digga, ich hab's voll nicht verstanden. Alter, also, ich kann laut drin. Oh, meine Stimme ist auch noch was. Er ist einfach da durchgegangen wie ein Messer durch Butter. Extra Punkt mitnehmen. Yep. Hey. Ist irgendwo Rauch, da sind Cheerleader, da ist Heiratsantrag. Die warten jetzt, könnte ich weiterspielen, weil kurz Heiratsantrag war. Kisscam. Oh. Jungs, ich sehe euch in der Kisscam. Hey, komm, Bros, gibt's hin. Hey, yo, chill, Bro. So, erstes Quarter ist gleich durch. Immer noch 7-0 für die Chiefs. Ja, die machen es auch defensiv sehr, sehr gut, muss man ehrlich sagen. Wir holen uns mal ganz kurz einen Snack und ich muss pissen. Machen wir Pisscam jetzt, ja, oder was? Mit Zoom dabei, dass wir auch schön sind. Schön. Das ist Bulletboard. Wir kleiden uns ein. Hier. Warte mal, ich muss bunkern. Ja, ja, weil ich pack's in die Tasche an. Richtiges alles. Essen, Currywurst gibt's erst in der Halbzeit wieder. So, wir haben hier so einen Pulled Pork Wrap. So gefühlt nach. Weiß ich nicht, wie viele Stunden die erste Mahlzeit. Oha, geil. Ja, gut. Hier ist eine Donut Wall. Willst du einen Donut Roast? Oh. Ja, ich glaube, ich mache nochmal so einen Rap. Aber das ist auch stark. Squad ist jetzt durch. Wir machen eine ganz kurze Pause. Grover hat uns sogar hier am Tisch gegönnt. Was sind das für Ehrenmänner? Ich glaube, ich mache gleich so einen Donut. Kann er was? Nein. Ja, Zimbo. Weiß gar nicht, was du von mir willst. Gar nicht. Der ist doch voll, oder? Ja, ja. Der voll. Willst du auch eine Donut? Ich weiß. Ah. Donut Wall. So, kurz reintesten. Ja, nee, super. Muss ich sagen, super. Wir haben uns kurz gestärkt und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Quarter. Oh, ey, dieser Weg hier runter alleine schon, ne? Sieht so majestätisch aus irgendwie alles. Ey, das ist so geisteskrank. Ohne Spaß. Muskelflex-Show. Dann gibt's die Tortilla-Kanone. Hier schießen noch Chips rein. Das ist geisteskrank. Auch der Helioten wirft sich schon Patrick Mahomes wieder warm. Und das Coole ist, damit der Mann sich nicht die Finger kaputt macht, gibt's immer einen, der für ihn den Ball fängt. Das ist auch stark. False start. Offense, number 79. Zählt nicht. Was? Zählt? Ah, ich dachte schon. Das ist stark. 14-0. Nee, 13-0. Aber jetzt wahrscheinlich gleich 16-0. Der hat die ganze Zeit beobachtet. Ja, der hat seinen Fuß warm gemacht. Yep. Second down. 51 Sekunden noch. Was war das? Digga, what the fuck, Scheiße! Geisteskrank.
ganze Teamlauten gibt Props, Alter. Das war ein geisteskranker Run. Junge, Alter. Und dann den nächsten Punkt mitnehmen auf die 21. Das ist schon krank, was die Chiefs hier machen, Alter. Oh, und die Atmosphäre. Ganz am Ende des zweiten Quartals. 21-0 für die Chiefs. Oh, Halbzeit. Bin echt gespannt auf die Halbzeit-Show gleich. Wie nah die Spieler hier an uns dran sind, ne? Ja, meine Stimme ist auch krass, ich weiß. So, kurzes Halbzeitfazit. Also, die Chiefs sind brutal überlegen. Der zweite Touchdown war geisteskrank, Junge. Und ich muss für mich selber merken, ich bin ja immer noch ganz, ganz weit davon weg, irgendwie ein Football-Experte zu sein. Aber im Vergleich zu dem Stand, wo ich letztes Jahr in München war, sage ich nochmal lieber an Lane. Das macht echt richtig, richtig Bock. Ohne Spaß. Wenn man da einmal drin ist, also ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Appreciate das wirklich, hier die Chance zu haben. Boah, das macht einfach nur Bock. Und hier ist jetzt auf einmal alles im dichten Nebel gehüllt. Und rein geht's in die Halbzeitshow. So, Halbzeitshow ist vorbei. Ohne Spaß. Ich fand Contra K wirklich richtig geil. Also ich feiere auch einige Songs von dem. Ich fand den live wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Vor allem, weil das halt auch wirklich live gemacht hat und nicht Playback. War nice. Props gehen raus. So, Freunde, wir gehen jetzt hier in eine schöne Portion Chili con Carne rein. Ah, sehe ich mich. Ich habe den allerletzten Teller bekommen. Ich fühle mich so schlecht. Sorry an die Zimbos. Ich mutiere in diesen Vlogs, ne? Immer zum Essen-Tester. Aber Chili con Carne ist echt geil. Komplett alles vorbei. Es gibt, warte, kein Bier mehr. Kein Essen mehr. Keine Milch mehr für den Kaffee, nur noch Hafermilch. Und du hast uns die letzten beiden Kaffees besorgt, weil du ein Macher bist. Und deshalb stehen dir auch diese Haare. Der Third Down läuft. Oh, das ist so laut, Alter. Und heute ist übrigens auch krasser Represent. Guck mal hier. TNO neue Plüschjacke, TNO neue Jacke, TNO Jacke aus dem letzten Job. Neuer Pulli, das ist stark. Hose habe ich auch, noch den alten Black Friday Hoodie. Hat er auch an. Hast du ihn auch an? Habt ihr euch abgesprochen? Timbo! Sag mal den Pulli. Habt ihr euch abgesprochen? Und die Hose. Ihr beide habt Hose an, ich habe gedacht, ich ziehe eine andere an. Das ist ihr beide gleicher Pulli, ich habe gedacht, ich ziehe anderen an. Ja, aber die musst du mal flicken lassen. Ja, die ist kaputt. Ja, mach mal heim. Hab kein Geld mehr. Ah, jo. Touchdown! Die Miami Dolphins sind back. Und der Mann freut sich, das ist geil, Alter. Und jetzt haben wir ein Spiel. Jetzt geht wieder was. Da oben seht ihr es. Da war sehr stark. Ich würde so gerne mal sehen, wie einer den Extrapunkt schraubt, ne? Wirklich? Ey. Jo, Alter. First down jetzt für die Miami Dolphins. Auf einmal noch mal richtig spannend, Alter. Junge, ist er da durchgerusht. 14:21. Oh, Country Road.
Rhodes wird angespielt. Zeit für den Eng langsam. Ja, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen. Oh, stark, Alter. Stark. Und die Tortilla-Kerne kommt wieder. Digga, die nutzen hier wirklich jede Unterbrechung für die maximale Werbung. 50.000 Besucher. Danke, Alter. Die Hütte ist komplett voll. Laut das hier ist. Third down. Oh, das ist gut. Ja, guck mal, die Teamspieler sagen schon. Alle hoch, alle hoch. Alles oder nichts. Letzte Chance. Alles oder nichts. In so einem Moment so zu choken. Oh. Aua! Aua! Ich hab gestern das Ich hab heute gedacht, dass die Chiefs einen Sieg und Vorsprung gewinnen. Verstehst? Jetzt 29. Macher! Falsche Hand, aber ist egal. Aus das Ding. Die Chiefs gewinnen mit 21 zu 14 gegen die Dolphins. Starkes Ding, Alter. Miami Dolphins 14. Einige Dolphins-Spieler gehen schon runter. Natürlich geknickt, das ist am Ende echt noch was spannend gewesen. Tut weh, Alter, sie hatten die Chance. Oh, oh, oh. Du hast es so gegrillt, oder was, am Ende? Ja, herrlich. Fazit. Ey, ich muss sagen, es wurde nochmal echt spannend, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte am Ende gerne noch so einen Touchdown von den Dolphins gesehen, weil Lane hat uns ja auch erklärt, ein Unentschieden, das geisteskrank selten, ich wäre gerne dabei gewesen. Aber was, war sehr geil. Stimmung war echt krass. Also, so viel Action, so viel Show, so viel Eskalation, wenn irgendein Touch oder irgendeine Situation passiert, wie die ausrasten, wie die feiern, ey, wirklich, saugeil. 4 Stunden, pures Entertainment. Oh, Mahomes geht auf eine Ehrenrunde. Sehr, sehr geil. So, wir gehen jetzt raus aus dem Stadion. Wisst ihr, was geil ist? Ich merke, dass meine Stimme langsam wiederkommt. Das ist so schön. Ich habe mich extra zurückgehalten heute. Vielen lieben Dank nochmal an Grover, dass ich hier dabei sein durfte. Ihr seht es im Hintergrund. Ein einmaliges Erlebnis. Also checkt auf jeden Fall Grover ab. Danke, danke, danke. Das war überragend. Wie geil ist denn das, Digga? Er in seinem Outfit mit Helm sogar. Junge, was ein Macher. Er hat ja alles, was man braucht. Nochmal eine Runde Chicken Wings hier. Sieht aber gut aus. Dankeschön. Wir gehen jetzt nach
Hause bzw. die Zimbos, fahren uns noch zum Flughafen. Und ich sag euch ehrlich, diese Haare machen mich immer noch fertig. Das macht mich immer noch fertig, diese Haare, wirklich. Wir haben Offroad in ein Waldstück geparkt. Wir können jetzt mal 20 Minuten laufen. Schauen wir mal, da gehen wir schon hin. Was hier draußen für eine Rummel los ist. Immer mal wieder so ein paar Chiefs-Fangesänge. Überall die roten Trikots. Das ist schon verrückt, was hier abgeht. Ich finde diese Outfits halt immer geil mit den Ketten und so. So geil. Ja, auch nochmal zweimal Mahomes. Klassiker. Oh, ich sag dir ehrlich, wo führt ihr uns hier hin? Also. Hier lang doch, da hoch ist richtig. Hier laufen wir wirklich die Matsch. Ich hab das Gefühl, ich werde gleich verschleppt hier. Wir haben gesagt. Aber deine Haare leuchten. Die leuchten. Sie zeigen den Weg. Digga, das ist einfach wie ein Herr der Ringe. Wenn die Haare rechts oben leuchten, dann sind Orks in der Nähe. Da vorne ist jeder der Chibi, da steht er, der Zimbo. Und dann laufen wir hoch Zimbo. Und da rechts, dann sind wir doch da. Stark. Ihr seid wirklich einfach die Besten. Wir müssen hier Ding, das alles in die Mitte reinwerfen. Ja, wir kriegen das hin. Ja, auf rein. Ach, Zimbos. Gut, ne? Ciao. Ey, danke schön für den Service. Ja, wirklich. Mach's gut. Ciao. Komm gut nach Hause. Ciao. So. Auto finden. So, ich bin erst mal froh, wenn wir bei dir im Auto sind, dann kann ich abschalten. Ja, dann kann ich auch abschalten. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So, Freunde, ich bin endlich wieder zu Hause und wirklich positive News. Meiner Stimme geht es leicht besser. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Vlog alles mitbekommen habt, aber... Ja, ich habe es jetzt endlich nach Hause geschafft, gerade den Finn bei sich zu Hause abgeladen. Wir haben wirklich ein Wahnsinnswochenende hinter uns. Ich sage auch nochmal vielen lieben Dank an Grover für die Einladung zu diesem geilen Erlebnis heute bei dem NFL-Spiel. Wenn ihr noch Technikprodukte braucht, wenn ihr euch Kameras ausleihen wollt und so weiter und so fort, checkt das sehr gerne ab. Der Link zu Grover ist oben in der Beschreibung. Es gibt auch noch einen Rabattcode, nämlich den Code BROSKI, der ist hier eingeblendet. Den könnt ihr sehr gerne benutzen, wenn ihr euch nämlich dort ein Leihgerät holt zum Film, was auch immer, und das Leihgerät über 3 Monate, also das ist Mindestlaufzeitding, wenn ihr das über 3 Monate behaltet, kriegt ihr dann mit meinem Code 1 Monat gratis. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Für so aufstrebende Videokünstler ist das, glaube ich, echt eine ganz coole Sache. Wenn man nicht so das Geld hat, sich das Equipment dann vielleicht auch mal für größere Produktionen zu leisten, kann man sich da einfach online leihen. Finde ich, ist ein sehr, sehr cooles System. Hätte mir auch persönlich früher in meinen Anfangszeiten von YouTube und so sehr geholfen. Und übrigens habe ich hier auch noch was richtig Cooles. Ich habe einfach von Grover ein Miami Dolphins Trikot bekommen. Und nicht nur eins, sondern... Schaut mal her, gleich 2. Richtig cool. Vielen lieben Dank. Ich werde 1 davon an euch verlosen. Also schreibt einfach einen coolen Kommentar, wenn ihr Bock auf so ein Miami Dolphins Trikot habt. Und dann würde ich sagen, sind wir raus für den Vlog. Dankeschön an Grover. War ein geiles Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und morgen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, 18.30 Uhr, @Broski einschalten, meine Fußball-Talkshow. Und jetzt haut da rein, macht's gut und ciao.